Woche war für mich sehr kilometerintensiv, was mir Spaß gemacht hat. Also ich glaube, bis jetzt habe ich von Montag an 60 Kilometer schon gemacht. Und das ist im Vergleich zu den letzten Wochen schon eine Ecke. Daher habe ich aber auch die ganze Zeit bemerkt, wie meine Beinmuskulatur arbeitet. Also wenn man die Beinmuskulatur arbeitet, ja nur nach dem Training in den Ruhephasen oder Muskulatur an sich. Ich habe das schon gemerkt, dass da was zu tun ist. Deswegen will ich heute nicht allzu hart rangehen, weil von 0 auf 100 vor dem Sommer ist wahrscheinlich auch nicht gut in kurzer Abfolge. Daher werde ich heute Freestyle gehen und da gibt es noch einen anderen Aspekt, der mich heute wieder ins Tal laufen lässt. Und zwar ist es sehr kalt. Es ist heute sehr kalt. Wir hatten jetzt die ganze Woche Regen, Graupel, sprich der Waldboden ist sehr matschig. Aber jetzt haben wir auch zwei Tage, also gestern war es recht sonnig und heute soll es auch sonnig werden. Deswegen ist jetzt morgens scheinbar wieder ein bisschen kälter, weil die Wärme sich unter der Wolkendecke nicht mehr stauen kann, sondern nach oben abzieht oder warum auch immer. Jedenfalls kommt es mir so vor, wenn es klare Nächte sind, dass es dann kälter wird. Vielleicht ist die Theorie auch falsch. Ein weiterer Aspekt ist, dass es heute sehr kalt ist und ich natürlich dann wieder eine Option habe, abzubrechen, obwohl ich mich heute auch ein bisschen wetterfester angezogen habe. Dann sollen die Temperaturen aber in dieser Woche heute ihren Höchstpunkt erreichen mit 8 oder 9 Grad um die Mittagszeit. Nur jetzt kurz vor 6 war es nochmal minus 1 oder 2 Grad. Daher, weil wir das letzte Mal wieder in die Natur gegangen sind Richtung Wuppertalsperre, wird es jetzt wieder ein bisschen urbaner. Habe ich mehrere Möglichkeiten dann zu sagen, nö, ich mag nicht mehr. Aber auch mir heute eine Tour rausgesucht, die wahrscheinlich auch in kleinen Schritten zu schaffen ist. Also ihr solltet auf eure Kosten kommen. Es dauert jetzt noch wahrscheinlich anderthalb Stunden, bis die Sonne aufgeht. Ungefähr noch eine halbe Stunde, bis es anfängt zu dämmern. Und die eigentliche Tour, die ich mir rausgesucht hatte, die wäre ein bisschen kilometerintensiv gewesen und höhenmeterintensiv. Das wollte ich heute vermeiden, dadurch, dass ich die Woche schon doppelt so viel gemacht habe, wie in den letzten Wochen wahrscheinlich. Und deswegen laufen wir uns heute einfach ein bisschen aus. Und ich habe uns einen Punkt rausgesucht, wo wir jetzt hinlaufen, wo man die Sonne wahrscheinlich gut in Empfang nehmen kann. Bis dahin haben wir jetzt aber anderthalb Stunden Weg und das meiste von dem Weg, das kennt ihr schon. Wir laufen jetzt die Langerfelder-Bahmer Straße, wie ihr seht, werden dann auf die Schwarzbach-Trasse wechseln, die kennt ihr auch schon, aber auch nur meistens im Dunkeln. Dann geht's auf die Nordbahn-Trasse und das ungefähr bis Loch. Und dann könnt ihr euch überraschen lassen, wo wir hingehen, wenn wir die Sonne in Empfang nehmen wollen. Ich denke, die Wuppertaler wissen da schon, wo es hingeht. Ansonsten lasst euch überraschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kommt einfach mit und schaut mal, wo es hingeht heute. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Zieht die Wanderschuhe an. Und dann sag ich mal, bis später. Ja, da kommt
kommt die Sonne schneller als erwartet für mich, denn ich bin am Donnerstag schon mal die Strecke nach Wuppertal reingegangen und da war ich um 2 Stunden auf der Höhe, wo ich sein wollte, habe aber nicht gefilmt. Jetzt filme ich, komme ich mit der Zeit nicht hin an. Also mache ich, wo wir nicht zu dem Platz kommen, wo wir die Sonne in Empfang nehmen wollten, in der Zeit machen wir jetzt ganz ruhig. Ich muss auch schon den ersten Akku wechseln, weil es halt so kalt ist. Ja, und dann nehmen wir jetzt einfach die Sonne hinter uns mit und schauen dann mal, wenn sie dann mal rausguckt, wo wir den Flattermann dafür hochziehen. Wenn es so wie gestern werden sollte, wird es echt schön. Der Sonnenuntergang war echt nice. Und so wie das da jetzt aussieht, wo die Sonne herguckt, könnte das echt interessant werden gleich. Ich sag mal, bis später.
Hi. Heute melde ich mich extrem wenig bei euch, aber dafür haben wir, glaube ich, schöne Eindrücke. Das Wetter ist gut, jetzt wird es auch langsam warm. Ich habe sehr gefroren heute Morgen. Das war selbst mit der Frostausrüstung ein bisschen frostig. Ich überlege, in Oberbarmen heute Stopp zu machen, weil ich habe jetzt schon knapp 17 Kilometer auf der Uhr. Aber da würde ich euch dann nochmal informieren. Bis dahin, schön weiter mitkommen, ne? Später. Verabschiedung kommt heute kurz und knackig, denn da kommt gleich Zug und ich mache hier wirklich schon Schicht, denn was ich euch noch nicht verraten habe, heute ist Super Bowl. Heute ist Super Bowl Sunday und da wollte ich noch ein bisschen vorschlummern. Und ich könnte noch, aber ich will nicht mehr. Ich habe die Woche schon genug gemacht. Ich spüre die kurze Nacht in meinen Beinen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Ich bin vom Wupperfeld bis hierhin gelaufen, unterwegs schon ein Ticket gekauft und habe mich eigentlich versucht, über die GoPro zu verabschieden, aber die hat den Geist aufgegeben. Und das hier mit dem Mobilfunktelefon, das wird bald auch besser, denn da ist schon ein neues unterwegs. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Viel Eindruck heute, wenig Gequatsche, ist da auch mal ganz nett. Drückt die Glocke, abonniert, gebt mir ein Like oder kommentiert, wo ich auch mal hergehen soll. Sonst springe ich vom Rand der flachen Erde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal. Bis dahin. Ciao. Thank you.